Hallo lieber Fisch und willkommen zu deiner Tarot-Wochenlegung für die Woche vom 19. bis 25. Februar. Ich bin Daniela und das hier ist eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Sie kann nicht für jeden Fisch passen und von dem her lass dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren und den Rest, den lass beiseite. Und ich habe hier die schwarze Madonna gezogen. Ja, die Lady der Eremiten. Und sie sagt, ich transformiere Schmerz und Leid in eine größere Kapazität zu lieben. Ja, sie sagt quasi so etwas wie, jeder Schmerz, der mir widerfährt, jedes Leid, was mir widerfährt, jede Demütigung, die mir widerfährt, jede Ausgrenzung, die mir widerfährt, vergrößert meine Kapazität zu lieben. Und gut, das ist jetzt hier eine Lektion, die sich wirklich an Leute richtet, die auf der spirituellen Entwicklungsleiter einfach schon ein paar Stufen höher gestiegen sind. Das ist keine Lektion für Anfänger. Von dem her ist das in dieser Woche möglicherweise eine Legung, die nur wenige Menschen interessiert. Aber ich gebe weiter, was ich kriege. Und wir schauen weiter hier. Ich habe hier auch eine Wildrose, Sweet Briar Rose, der Flirt. Und die schließt sich der schwarzen Madonna hier eigentlich ganz gut an, weil sie sagt, öffne dein Herz einem eher verspielten und leichteren Ergebnis und erlaube diesem Raum beziehungsweise erlaube deinem Herzzentrum, an einen Ort zu schauen, der jenseits liegt von Negativität und Urteilen. Und schau dir immer verschiedene Optionen an, bevor du Entscheidungen triffst. Und sie sagt, es ist so einfach, dass etwas, von dem man denkt, dass es gut ist, ja, dass man das Ganze sich so ein bisschen durch die Lappen gehen lässt. Und von dem her sagt diese Rose, schaue einerseits an diesen Ort, der jenseits liegt von Urteilen, jenseits liegt von Negativität. Und wenn dir die Dinge über den Weg laufen, die gut sind, dann halt sie fest und lass sie nicht einfach an dir vorbeiziehen, denn möglicherweise erkennst du den Wert zu spät und dann sind sie schon an dir vorbeigezogen. Also lass dir nicht die Liebe durch die Lappen gehen. Das ist das, was diese Rose hier sagt. Denn ein Flirt ist ja etwas Leichtes, Unbeschwertes. Und ja, oft lassen wir diese Dinge im übertragenen Sinne dann im Leben an uns vorbeiziehen und denken, hoppla, kann ich das noch zurückholen? Und dann ist es eben zu spät. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Wir haben in der ersten Position die Prinzessin der Scheiben. Und die steht immer, die repräsentiert von den Elementen her die Erde der Erde. Und sie steht immer an einem besonderen Ort, ja, in einem sehr hellen Lichtwald und bringt dort die Erde zum Strahlen. Sie ist auch jemand, der Himmel und Erde in sich verbindet und der in sich auch neue Ideen entwickelt. Wir haben hier die Sechs der Schwerter. Und dieses Bild erinnert mich jetzt an das, was die Rose gesagt hat, dieses schaue an einen Ort jenseits der Negativität. Ja, wir haben aktuell sehr viel negative Energien in der Welt, sehr viel Wut, sehr viel Aufruhr. Auch diese Energien haben ihren Daseinszweck, ihren Sinn und werden hoffentlich ihre Arbeit tun. Jedoch, wenn wir jetzt auf dieser feinstofflichen Ebene sind, dann ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir einfach, ja, unter die Oberfläche der Dinge schauen und die zugrunde liegende Liebe sehen, die dem Ganzen entspringt. Wie gesagt,
Diese Legung hier ist für Leute, die auf dem spirituellen Pfad schon ein bisschen weiter sind. Wir haben hier den Stern und die zwei der Stäbe. Ja, und das ist eigentlich eine Kartenkombination, die sagt, lass dich von der Zukunft bezaubern, ja, und vertraue darauf, dass die Dinge zu dir kommen, dass sie einfach positiv sind, dass sie wegweisend sind, dass sich auch hier Dinge wundersam in deinem Leben manifestieren. Beziehungsweise, wenn sich die Dinge wundersam manifestieren, ja, dann versuche die Dinge festzuhalten, die gut sind. Nicht, dass du dann im Endeffekt irgendwann zurückschaust oder im Geiste daran denkst und dir überlegst, mein Gott, hätte ich damals anders reagiert, hätte ich das nicht einfach festgehalten, als es da war. Ja, weil manchmal, wenn wir die Dinge nicht gleich festhalten, dann sind sie einfach weg. Man kann das vergleichen mit, man trifft irgendwo eine Person, man hat diesen netten Flirt, man merkt, die Energie ist da und dann gehen beide auseinander und treffen sich nie wieder. Und egal, was du unternimmst, um die Person wiederzufinden, sie ist dann einfach weg. Und so ist es im übertragenen Sinne eben bei ganz vielen Situationen in unserem Leben, dass wenn wir nicht handeln in dem Moment, wo die Energien da sind, in dem Moment, wo das Ganze greifbar ist, dass die Dinge eben oft weggehen, aus unserem Leben rausgehen. Und wir keine Chance haben, sie wieder zurückzubringen. Und darum geht es eben auch in deinem Leben. Und die Königin der Schwerter, die zeigt sich ja immer nackt. Die zieht auch die Masken ab, hinter denen sie sich versteckt. Ja, und die zeigt sich in einer Haltung, die ist durch und durch verletzlich. Ja, und in ihr erkenne ich auch wieder die schwarze Madonna, die einfach sagt, es ist egal, wie viel Schmerz und Leid mir diese Welt aufbürdet. Ja, in mir verstärkt das nur die Kapazität, noch mehr zu lieben, mein Herz noch mehr zu öffnen, noch mehr alle Wesen zu lieben. Und wir haben hier die Sechs der Stäbe, den Erfolg. Ja, also ich sehe auch, dass hier irgendetwas gut wird. Irgendetwas bringt dir Anerkennung und Erfolg. Ja, das ist auch immer so eine Situation, wo man sagen kann, ich bin stolz darauf. Ja, und es ist hier an dir, dich einfach nicht hinter deinen Verletzungen und Masken zu verstecken, sondern wirklich rauszutreten. Ja, den Moment am Schopf zu packen, wenn er da ist. Ja, zu schauen, dass dir die guten Dinge nicht durch die Lappen gehen. Das ist ganz wichtig. Und einfach auch keine Angst haben, verletzt zu werden. Heilung des Vaters, das ist immer eine Heilung der männlichen Energien. Du gewinnst an persönlichen Kraft, wenn du ja diese Probleme mit männlichen Energien an den Himmel abgibst. Das kann eine Energie sein, die in dir selbst ist. Das kann eine Energie sein, die möglicherweise vom Vater kommt, ganz egal, ob du männlich oder weiblich bist. Es kann sein, dass du einfach auch ein Problem hast mit männlichen Energien in deinem Leben, eben weil sie mal harsch gewesen sind, weil sie mal verletzend gewesen sind. Und von dem her, die Königin der Schwerter, die hat keine Skrupel, sich zu öffnen. Die sagt, gut, wenn mich etwas verletzt, ja, eigentlich kann es mich nicht verletzen, weil alles, was mich verletzt, vergrößert meine Kapazität zu lieben. Lieber Fisch, das war deine Legung für die Woche. Ich wünsche dir alles Liebe, sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hallo nochmal, lieber Fisch. Ich gebe dir hier noch ein paar Infos zu einer Geburtstagslegung, weil die Fische ja jetzt in diesem Abschnitt des Jahres Geburtstag haben. Bei einer Geburtstagslegung lege ich zunächst auch diese 12 Karten aus für 12 Monate und je nachdem, wann dein Geburtstag ist und wann mich deine Anfrage erreicht, besprechen wir, in welchem Monat deine Legung anfängt und wann das eben aufhört. Es kann beispielsweise sein, wir fangen hier im März an, haben dann den April, den Mai, den Juni, den Juli, den August, den September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar.
Ja, dann wäre das quasi der Februar im kommenden Jahr. Und du hast dann eben auch einen Überblick über ein Jahr, das wann immer beginnen kann, wann dir das gerade passt. Also wir beginnen eben immer mit einem ganzen Monat. Und ja, es ist wie in der normalen Jahreslegung, die ich immer für das neue Jahr mache, dass ich eben immer die erste Karte aufdecke. Die erste Karte ist immer ein Öffner für die Jahresenergie. Leg dann eine zweite Karte drauf. Ja, das ist immer etwas, was, wie soll ich sagen, dieses zweite Kartendeck wähle ich immer speziell aus. Und dann kommt eine dritte Karte obendrauf. Und am Ende, wenn die Karten alle aufgedeckt sind, dann sieht das ungefähr so aus. Und zum Schluss gibt es natürlich immer eine Affirmation, die dich auch noch mal durch dein Lebensjahr begleitet. Ja, und wenn dich das interessiert, wenn du dich für so eine Geburtstagsjahreslegung interessierst, findest du alle Infos auf meiner Website und den Link dazu findest du unter dem Video. Alles Liebe!